Essen, das lange satt macht. Also Essen, das lange satt macht, das ist das, was du zu dir nehmen solltest. Das hat Ballaststoffe, Vitamine, Nährstoffe. Das hat viel Eiweiß oder sehr viele komplexe Kohlenhydrate. Das sind die Nahrungsmittel, die für dich genau das Richtige sind, wenn du keine Lust mehr auf Heißhungerattacken oder den Jojo-Effekt hast. Also Lebensmittel, Essen, was lange satt macht. Hier sind meine Top-Tipps für dich. Fangen wir beim Frühstück an. Frühstück ist eine sehr wichtige Mahlzeit und Essen, was lange satt macht, ist als erstes Quark, Joghurt oder es gibt auch diesen griechischen Joghurt. Also alles, was pur ist, ja, alles, was ohne Zutatenliste ist, sage ich mal. Du kannst auch schon vegan oder vegetarisch, vegan ist es mehr, Quark nehmen. Der ist genauso gut. Da gibt es auch wirklich einen pur veganen Quark. Das ist meine Empfehlung für die Veganer unter euch. Und das ist meine erste Empfehlung. Alleine das ist aber nicht so lecker. Und du kannst es richtig gut pimpen mit den folgenden Zutaten, die genauso lange satt machen. Also wieder Lebensmittel, die sehr lange satt machen. Und dazu gehören verschiedene Sorten Obst. Da ist zum Beispiel die Heidelbeere zu nennen oder die Äpfel, Kiwi, Himbeeren. Das kannst du variieren. Nehme das mit dazu. Dadurch hast du die gewisse Süße, die du auch dann im Endeffekt brauchst bei einer vollwertigen Mahlzeit. Und der Vorteil ist zum Beispiel beim Apfel, da ist Pektin drin. Und Pektin, ja, verhindert, dass du wieder so schnell Hunger hast. Ja? Also, erstes Quark, zweites Früchte dazu. Dann meine Empfehlung, Haferflocken. Haferflocken, die dritte Empfehlung, weil Haferflocken hat man früher, als es das Insulin noch nicht so richtig gab, genommen, um den Insulinspiegel konstant zu halten. Und das funktioniert heute noch genauso gut. Das heißt, Haferflocken ist etwas, wo du wirklich morgens, aber auch mittags sehr gut nehmen kannst, um die Insulinspiegel auf einem konstanten Niveau zu halten. Ja? Und das ist wirklich super. Also hast du deinen Quark mit Obst und Haferflocken. Und wenn du dann noch verschiedene Substanzen noch dazu haben möchtest, kannst du auch Nüsse noch dazu nehmen. Nüsse haben gesunde Fette. Ja, da kannst du die Walnüsse nehmen, Cashewkerne, kannst aber auch Mandeln nehmen. Das ist wirklich dann ein Frühstück, wo du alles drin hast, wo für dich wirklich das Nonplusultra sein sollte, weil du lange, lange davon zehren kannst. Also das ist meine Empfehlung fürs Frühstück mit den Top 4 Sachen. Gehen wir nochmal durch. Quark, Joghurt, griechischer Joghurt, dann Früchte, speziell Heidelbeeren, Himbeeren, Äpfel. Dann dritter Punkt war, und das ist mir wirklich nochmal wichtig, die Haferflocken, Geheimtipp, wegen dem Insulinspiegel und natürlich noch die Nüsse. So, jetzt sind wir bei 4, kommen wir zur fünften Zutat und da lasse ich dich mal ein bisschen raten. Was könnte das sein? Die Deutschen stehen eigentlich so ein bisschen dafür. Ja? Haben früher sehr viel davon gegessen. Und das ist die Kartoffel. Die Kartoffel ist in der australischen Studie in Sydney rausgekommen, von der Universität von Sydney, dass Kartoffel wirklich am längsten satt macht. Ja, und ich gebe dir da noch einen Geheimtipp. Willst du den Geheimtipp wissen? Der Geheimtipp ist, wenn du die Kartoffel kochst, ja, dann lass sie nochmal erkalten. Warum? Weil Stärke dann freigesetzt wird und Stärke hält dich länger satt. Ja, das ist dann im Endeffekt das, was, wo du nochmal den Zusatznutzen für eine gewisse Zeit Sattheit noch dazu bekommst. Ja, du kannst sie dann wieder erwärmen im Backofen. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem, aber koch die ab, lass sie erkalten und dann ist das ein Thema, das wirklich sehr, sehr gesund ist. Zu der Kartoffel, weil wir sind jetzt schon am Mittag, ne? Kartoffel wirklich der Zusatz Nummer 1. Dann grünes Gemüse wie Brokkoli, ja. Gibt auch anderes grüne Gemüse, wie Bohnen. Bohnen, Linsen, Erbsen, perfekte Nahrungsquellen, auch Eiweißlieferanten, die kombiniert mit Kartoffel und dann vielleicht mit einem leckeren Fisch, Kabeljau, Wildlachs. Das ist sozusagen
das perfekte Mittagessen. Ja, das perfekte Mittagessen, um satt zu sein. Gut, kommen wir zum Abend und viele sagen auch immer, ich kann ja gar kein Brot mehr essen. Ja, und das ist vollkommen falsch. Du kannst, wenn du richtig gutes Vollkornbrot, und das ist wirklich das, wo du darauf achten solltest, nimm ein richtig gutes Vollkornbrot. Dann kannst du dreimal länger satt sein als beim Weißbrot. Ja, und du kennst meine Einstellung, es gibt die drei weißen Gifte, Zucker, weißes Mehl und Salz. Und deswegen nimm Vollkorn und dann kannst du dir Variationen von Gemüse drauf machen. Du kannst dir das so auswählen, dass du sagst, hey, ich variiere auch mal mit einer Avocado das Vollkornbrot. Das bleibt dann dir überlassen, wo dein Geschmack hinfällt. Aber sei kreativ, ja. Nimm dir verschiedene Sachen dazu. Kannst dir Tomate drauf tun, kannst dir Gurke drauf tun. Also das sind so die Dinge, die du mit dem Vollkornbrot machen kannst. Ja, also das ist der Tipp für den Abend. Und jetzt noch mein letzter Geheimtipp. Das sind Suppen. Suppen, warum sind Suppen so gut? Und da sind natürlich die Suppen gut, die dann halt Bohnen, Linsen, Erbsen zum Beispiel enthalten, kombiniert mit Kartoffeln, kombiniert natürlich vielleicht auch eine Tomatensuppe, also mehr so fruchtiger. Warum sind Suppen so gut? Weil man gezeigt bekommen hat, wenn man eine Suppe isst, was Flüssiges ist und das in den Magen kommt, dass es, wenn es so ja, gegenüber dem, was da fest wäre, viel länger die Sättigungsgefühl da lässt. Ja, das heißt, du bist mit einer Suppe viel, viel länger satt. Und das ist etwas, was mir unglaublich gut geholfen hat, weil so eine Suppe kannst du natürlich auch als Vorspeise nehmen und dann isst du dann die Hauptspeise ein bisschen weniger oder kannst du es sogar auch als vollwertige Mahlzeit nehmen. Deswegen Suppe, mein Tipp für dich. Wenn du jetzt noch Tipps hast, die ich nicht gesagt habe, dann schreib sie mir mal bitte. Oder wenn du Fragen dazu hast, ob ich nicht irgendwas vergessen habe oder du vielleicht irgendwas hast, wo du sagst, ich weiß nicht, ist das wirklich ein gutes Produkt oder ein gutes Lebensmittel, gutes Essen, was lange satt macht, dann freue ich mich auf deine Rückmeldung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch, like es, abonniere meinen Kanal, das würde mich unglaublich freuen. Ich freue mich, von dir das nächste Mal zu hören. Mach's gut, dein Frank.